2012 sind die Zigarettenpreise neulich um 20 Cent gestiegen. Was sagen denn die Trafikanten Vorarlbergs zu dieser neuen Teuerung? Ja, freut sind wir Trafikanten natürlich nicht über diese Preiserhöhung. Allerdings war es schon länger bekannt und ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Die Steuererhöhung, die erneute Steuererhöhung Anfang Jänner, war die Veranlassung für die Preiserhöhung. Und das Feedback der Kunden, die sind natürlich nicht erfreut, wenn sie mehr bezahlen müssen. Aber die meisten Kunden nehmen es einfach zur Kenntnis. Also die Situation in den Trafiken hat sich nicht geändert durch diese Erhöhung? Also heute ist natürlich das noch ganz frisch. Die meisten Marken sind heute preislich erhöht worden und bis jetzt können wir noch nicht viel sagen. Haben schon Kunden irgendwie darauf reagiert, nachgefragt bei Ihnen? Ja, natürlich. Die Kunden fragen, sind die Preise jetzt wieder höher geworden, und wir erklären dann halt einfach, dass die Steuern erhöht wurden, und das nehmen die Kunden dann zur Kenntnis. Es wurde auch schon bekannt gegeben, dass auch im Juli wieder eine neuerliche Preiserhöhung auf die Kunden zukommen wird. Wird das dann so weitergehen? Das wissen wir jetzt noch nicht. Es steckt da alles noch in der Planungsphase und genaues wissen wir noch nicht. Vielleicht noch abschließend, glauben Sie als Trafikantin, dass es irgendwie eine andere Möglichkeit außer diesen Steuererhöhungen gibt? Das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Leider zeigt einfach die Erfahrung, dass entweder der Autofahrer oder der Raucher zur Kasse gebeten wird. Vielleicht fällt unseren Politikern ja mal was anderes ein in Zukunft.